Hallo und willkommen zurück hier bei The Witcher. Wir sind jetzt gerade in Lindenthal und möchten einen weiteren Hexerauftrag annehmen. Was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein, aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet, aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du? Vorher sollten wir so viel Geld haben. Bist du neu hier? Hast du noch nicht gesehen, wie die Leute leben? Naja, wenn sie alle zusammenlegen. Du verlangst viel. Naja, angesichts der Arbeit, geh ein paar Kronen runter, dann kommen wir ins Geschäft. Das können wir dir zahlen. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Oh, vergessen hatte ich zu meditieren. So, und wo genau befindet sich denn dieses Monster? Ach, gar nicht so weit weg von der Hütte. Plötze, wo bist du denn? Dass ich nicht einfach direkt neben einem spawnen kann. Ob so oder so irgendwo auf der Karte spawnt, ist doch eigentlich egal. Oha. Das Monster hat das ganze Rudel getötet. Groß, richtig groß. Würde behaupten, könnte ein Biest sein. Geht in Richtung Baum. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Das heißt, es ist nicht weit entfernt. Da kommt der Geruchsverlauf. Geht Richtung Wasser mal wieder. Vermutlich eine Höhle irgendwo. Ich muss einen anderen Weg finden. Jupp. Ein Höhleneingang. Lass mal auf der Karte gucken. In der Nähe. Dürfte dann vermutlich in dieser Richtung sein. In der Klippe hier ist es nirgends einer. Dann probieren wir es weiter oben. Sehr gute Überrolle. Ha, guck mal an, einen Eingang gefunden. Na dann fallen wir mal runter. Wuhu. Es ist groß und tot. Da liegt ein totes Biest. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Okay, dieses Vieh hat ein Biest getötet. Nicht schlecht. Blutige Fellstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Die haben beide viel Blut verloren. Die haben beide viel Blut verloren. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Noch eine Spur. Aber sie ist zu klein für einen Bies.
Ein Short, das muss es sein. Hat wohl mit dem Bies um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Treibe Dung vom Bies als Köder auf. Oh, na super. Wir werden zu Geralt, dem Dung-Sammler. Schade, dass der Dung nicht frisch ist. Aber als Köder müsste er trotzdem taugen. Monstercode. Verteile den Code um den Hügel. Und wie kann ich den jetzt verteilen? Blutmoos. Warum war der rot? Nein, ernsthaft, wie verteile ich das jetzt? Ich muss es doch irgendwo legen können. Oder kann man das als Questgegenstand nehmen? Lass mal gucken, gucken, gucken. Apropos, da haben wir ja noch die Bücher. Wer es noch mal lesen will, hier kurz anhalten. Das waren die Aufträge, die sind nicht weiter interessant. So. Nein, ich reihe jetzt gerade echt nicht, was ich mit dem machen soll. Können wir übrigens noch den Basilisken-Absud herstellen. Den Mittagserscheinungs-Absud. Wunderbar. Verbessere die Meritium-Bombe. Chor-Köder. Ach, das da ist es. So, jetzt habe ich den Köder hergestellt. Jetzt kann ich den Köder noch ausrüsten. Irgendwo. Ah, okay, perfekt. Geschafft. Das müsste die Aufmerksamkeit des Chords auf sich ziehen. Also wir verteilen gerade Dung. Aus einer Flasche. Super lecker. Den Geruch dürfte es meilenweit riechen. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Na, dann wollen wir in der Höhle mal warten. Allerdings werden wir vorher noch mal kurz im Bestiarium nachgucken, was denn ein Chor ist. Da war Selma. Eine Sukubi, Brüllaffe, Doppler, Kobold, Chords. Sie sind kleiner als Bees. Genau, die waren aber schlimmer. Teufelsbovist und Reliktöl hilft hier gegen diese. Haben wir in der Alchemie noch etwas, wo wir verbessern können? Verbessertes Drakonitenöl und verbessertes Geisteröl leider nur. Das Dragonitenöl fehlt jetzt wieder das Bärenfett. Ich muss mir unbedingt mal ein paar Bären suchen. Die Meritium-Bombe verstärken wir jetzt auch mal direkt noch. Ah, dafür war zum Beispiel das Blutmoos da. Teufelsbovis sind... Ah, Giftwolkenbomben. Okay. Dann legen wir die doch gleich mal ins Inventar. Also, der Nordwind raus. Und... Der verbesserte Teufelsbovis sogar rein. Die Karteche macht eigentlich noch richtig schön Schaden. Ja, das ist okay. So, dann nehmen wir... Statt Vitalität nehmen wir... Ausdauerbeschleunigung.
den lieben Waldkauz. Jo. Dann speichern wir und zum Warten müssen wir wohl oder übel darunter. Komm schon. Wie die Banditen in Wehren sagen. Wuhu! Das hat mich gleich schon. Nee, was war's? Reliktöl. Ich hab gar kein Reliktöl. Haha, geil, ich hab kein Reliktöl. Warum hab ich kein Reliktöl? Ich hab Konstruktöl. Aha. Na klasse. Gut, scheiß drauf. Ich kriege jetzt eh erstmal eine volle Breitseite. Aus dir mach ich Hackfleisch. Enges Gebiet ist für mich zum Kämpfen einfach beschissen. So, man war fett vergiftet. Dammit. Da hat er mich erwischt. Oh, was ein Viech. Ist halt einfach kein gescheiter Platz zum Ausweichen da. Das ist schrecklich. Aber er rennt Gott sei Dank immer wieder weg. Und hat einen ganz schönen Wumms auf. Eigentlich kann ich immer nur einen Angriff landen und dann muss ich mich zurückziehen. Weil direkt danach ein Angriff startet. Ey, ohne Witze. Normale Menschen haben gegen solche Monster doch sowieso nie im Leben eine Chance, weil sie ohne das Schild bei einem Schlag Hackfleisch wären. Na, jetzt habe ich leider schon alle verbraucht. Alle Schwalbentränke. Und krieg immer noch heftig auf die Omme. Ja.
können wir gucken. Ich habe ja noch andere Bomben. Wer schlägt ihn ja? Das sieht nicht danach aus. Damn you! Jawohl, endlich mal wieder was dagegen. Ach, warum muss ich auch hier drin kämpfen? Damn. Schmeißendreck. Oh, jetzt haut er ab. Warum haut er ab? Er ist auch ein Vorteil. So, wenn wir dann schon gerade dabei sind. Boom, Baby. Das hat jetzt richtig gesessen, wie es aussieht. Ja, diesmal beim zweiten Mal leider nicht mehr. Erstmal hat es richtig gut gesessen. Dann war ich beinahe platt gewesen. Fuck. Lightcouts rein. Es hätte schon so viele Gelegenheiten gehabt, mich zu töten. Gott, der Leid. Komm schon. Stirb endlich. Na, geht doch. Sayonara. Monsterhirn, Monsterknochen, Monsterblut, Rosfleisch, Jawmuttergen, Plauzorn und Trophäe. Tja, unterschätze niemals einen Hexer. So, was haben wir denn da jetzt hat für einen Kopf bekommen? Vivian-Trophäe? Ah! Jaw-Trophäe. Bonuserfahrung bei Monstern. Schnall dieses Trophäe. Oh, Bonuserfahrung. Bonuserfahrung. Boah. Und Plauzorn haben wir erhalten. Rüstungsdurchbohrung. Chance auf Betäubung. Bonuserfahrung und Bonusgold. Unser Silberschwert gibt uns 20 Bonuserfahrungen bei Monstern. Das ist halt echt viel. Mit gescheiten Runen wäre das aber gar nicht mal schlecht, dieses Schwert. Naja. Sei es drum. Ich kann mich jetzt außer mit guten Honigwaben nicht anderweitig regenerieren. Fressen wir mal ein paar davon. Oh shit. Da hätte ich mich abräumen müssen. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Nee, komm. Dann meditieren wir einmal. Dann ist halt ein bisschen Alkoholverlust dabei. Was denn? Im Wald in der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short, ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist.
Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Danke. Pass auf dich auf. Merci. 270 und Auftrag erledigt. Als nächstes steht dann von der Nebenquest mal wieder was an. Und zwar das hier mit dem Drachenwurz. Dafür müssen wir nach Benkelheim. Sie haben die Götter geschickt. Oh, ich bin Level up. Sehr schön. Meditieren wir trotzdem mal noch eine kleine Runde. So, und eine Fähigkeit können wir verbessern. Ups, nicht platzieren, sondern reinmachen. So, und verbessert. Warum ist dein Platz frei? War der die ganze Zeit schon frei? Ich glaube nicht. Ha. Oder wenn doch, dann wäre das blöd gewesen. So, jetzt haben wir 100%ige Ausweichschadensreduzierung. Und haben wir jetzt noch irgendeinen Sud, den wir herstellen können? Ja, den Jod-Sud, der bringt vollständige Resistenz gegen Taumen und verringert den Niederschlageffekt. So, nun dann mal hier runter nach Benkelheim. Und plötzlich, was tust du denn da mit dem armen Herrn und seinem Garten? So, hier soll es Drachenwurz geben. Na, dann schauen wir mal. Das war Schöllkraut. Blüten der weißen Pla. Myrte, glaube ich, war das. Ein Reh. Kein Drachenkraut. Weit und breit keins. Jetzt bin ich überfragt. Und ja, ich gehe hier alles gründlich ab, weil mir ist schon öfters passiert, dass das so kleine rote Sachen man einfach nicht gefunden hat. Nee, aber diesmal sehe ich wirklich nirgends was. Das ist schlecht. Es könnte aber natürlich auch sein, dass das Drachenwurz... Nee, es muss hier oben sein. Aber da unten ist eine Höhle. Es könnte auch unten sein. Ich gehe mal in die Höhle rein. Die wird ja lustigerweise nicht auf der Karte markiert. Aber wäre doch möglich. Weil sie genau in diese Richtung führt. Sag ich doch. Da waren wir schon mal drin und haben einen Kerl gefunden gehabt, der da lag. Ah! Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Ich habe tatsächlich einen Drachenwurz gefunden. Guck mal einer an. Und die haust eigentlich eine Bestie, aber die läuft mir einfach mal nicht über den Weg. Na gut, habe ich nichts dagegen. Wir sehen uns dann gleich einfach mal wieder bei dem alten Herrn. Ich skippe euch mal den Weg.